Ich würde jetzt ganz gerne, bis vielleicht noch weitere Fragen dann auch kommen, mal an den Rolf nochmal die Frage stellen. Rolf, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Mathe, machst so Online-Nachhilfe und Tutorials auch für Mathe. Viele Studierende oder Interessenten haben gerade Angst vor Mathe. Ist das deiner Meinung nach berechtigt? Ist Mathe einfach für viele nicht zu schaffen oder hat eigentlich jeder die Chance, auch mit Mathe zurechtzukommen, wenn er sich entsprechend dahinter setzt? Also Markus, da zum Letzten würde ich definitiv sagen, jeder hat die Chance. Ganz klar, da würde ich auf gar keinen Fall davon abweichen wollen. Man muss sagen, dass natürlich Mathe in der Tat so eine Art Horrorfach ist für viele, wie Gabriele das auch vorhin beschrieben hat. Das liegt meiner Ansicht nach an zwei wesentlichen Punkten. Zuerst einmal sind ja die meisten Fernstudierenden, wenn sie dann mit dem Fernstudium beginnen, auch schon eine gewisse Weile weg von der Schule beziehungsweise von einer anderen Hochschule oder Akademie oder wo auch immer. Und natürlich braucht man vieles von dem, was man früher in der Schule gemacht hat, in Sachen Mathematik nachher nicht mehr. Also eine Gleichung lösen, das ist so eine Sache, die macht man halt dann nicht im Alltag oder wenn überhaupt nur ganz, ganz, ganz selten. Und auch im Beruf kommt sowas selten vor. Nun komme ich an eine Hochschule, an eine Uni, eine Fachhochschule, wo auch immer, und plötzlich sind da die Wissenschaftler, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit Mathe oder mit Rechnerei, und die haben natürlich auch die Mathematik dort angewendet oder wenden diese an, die auch stringent wissenschaftlich mathematisch ist. Und da klafft dann natürlich verständlicherweise bei vielen Studierenden eine Lücke, und diese Lücke sollte geschlossen werden. Und da gibt es in der Regel zwei verschiedene Vorgehensweisen. Die einen sagen, naja, ich warte einfach mal ab, harre mal der Dinge, die da auf mich zukommen. Und das ist in der Regel so, dass man da relativ schnell dann Schiffbruch erleiden kann. Denn es ist ja nicht nur so, dass man Mathe machen muss oder Mathe-Scheine erwerben muss. Meistens hat man auch noch andere Fächer, wie beispielsweise Statistik, etwa in Psychologie. Oder man hat in den Wirtschaftswissenschaften hat man auch viel Mathe, wenn es dann um Produktionsfunktionen geht oder um Kostenfunktionen, Gewinnfunktionen, all diese Dinge. Das ist natürlich auch nichts anderes als pure Mathe. Und deswegen ist mein Rat aus langjähriger Erfahrung hier nicht zu sagen, ich schaue einfach mal, wie weit ich komme. Das kann gut gehen bei all jenen, die auch noch ordentlich da ein bisschen Hintergrundwissen haben, aber es ist nicht wirklich empfehlenswert. Es empfiehlt sich eigentlich zu Beginn des Studiums, wenn man denn in einem Studium denn drin ist, das mathelastig ist, also Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, technische Studiengänge, aber auch Psychologie und solche Dinge. Es empfiehlt sich da wirklich, die Lücken, die man hat, aufzuarbeiten. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Gabriele hat das schon gesagt. Die modernen Techniken helfen da. Es gibt viele Videos im Internet. Es gibt Komfortpakete, Vorlesungen, Online-Vorlesungen, Audiobooks, was weiß ich nicht alles. Es gibt natürlich aber auch die klassischen Möglichkeiten, das klassische Buch. Auch da muss man natürlich sagen, dass das Angebot fast unüberschaubar ist. Und ich würde auch hier kein Buch hervorheben wollen. Das ist immer kritisch, einfach deswegen, weil man Mathematik so darstellen kann oder auch anders darstellen kann. Man muss da vorsichtig sein. Im Studium ist es dann häufig so, dass dann wieder plötzlich andere Techniken verwendet werden und man hat dann vielleicht ein Buch gelesen, da steht es ganz anders drin, dann ist die Verwirrung komplett. Deswegen ist meine Empfehlung, wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, ich fange doch mal, wenn man so will, vorne an. Und es gibt eine Literaturtechnik, die sich bewährt hat, und das sind einfach Schulbücher. Schulbücher sind einerseits didaktisch auf dem höchsten Niveau, weil sie natürlich sich auch einer relativ großen Konkurrenz erwehren müssen. Und andererseits sind sie natürlich für Kinder, für Jugendliche, für Schüler gedacht. Und deswegen ist natürlich da auch die Diskussion darüber, ob sie denn didaktisch sinnvoll sind, auch relativ stark. Deswegen empfehle ich absolut mal so ein Schulbuch zu nehmen.
Vielleicht hat man sogar noch zu Hause eins rumliegen. Wenn nicht, kann man in die nächste Stadtbibliothek gehen und sich dort ausleihen. Oder natürlich, wenn man sich schon immatrikuliert hat an der Hochschule, kann man sich dort auch solche Bücher zulegen. Manche kann man sich natürlich auch kaufen. Der große Vorteil ist, wie gesagt, sie sind didaktisch gut aufbereitet. Es geht relativ langsam voran. Es ist also nicht so, dass man, wie das häufig ist, solche Zusammenfassungen bekommt, wo dann auf Seite 1 bis 10 geht es um Gleichung lösen, auf Seite 11 bis 20 geht es schon darum, um die Differentialrechnung. Das ist eventuell für viele ein bisschen zu schnell. Kann durchaus natürlich auch für den einen oder anderen richtig sein, wenn noch Hintergrundwissen da ist, aber für viele ist das eben nicht der Fall. Und deswegen bietet es sich da an, zu sagen, ich nehme jetzt beispielsweise 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, mache das schön der Reihe nach durch. Manches weiß man, gut, prima, braucht man gar nicht sich lange mit aufhalten. Manches weiß man nicht so, da braucht man dann eben ein bisschen Zeit, muss ein bisschen Zeit investieren, vielleicht auch mal ein paar Aufgaben rechnen. Und wenn man dann merkt, ja, ich bin wieder auf einem guten, auf einem sicheren Stand, dann kann man sich auch gleich die Unterlagen der Uni jeweils nehmen und da eigentlich dann unmittelbar einsteigen. Viele sagen mir dann immer wieder, naja, also jetzt bin ich über 30 Jahre alt oder sogar noch älter und jetzt soll ich da plötzlich wieder zu Schulbüchern greifen, die vielleicht meine Tochter oder meine Nichte benutzt. Das kann ich doch nicht machen, das ist ja peinlich. Da würde ich also wirklich sagen, bitte keine Scheu haben. Das wäre wirklich am falschen Platze, die Scheu. Denn das ist eigentlich nicht schlimm. Es ist ja kein Schaden für irgendjemand. Und wie gesagt, man müsste ja auch eine Alternative haben. Natürlich gibt es Alternativen. Es gibt sehr, sehr viele Bücher, die Zusammenfassungen haben über die gesamte Mathematik. Mit praktisch allem drin, was man wissen muss, aber eben auch, was man nicht wissen muss. Was viel, viel, viel weiter geht als das, was dann letzten Endes auch im Studium verlangt wird. Und deswegen hier vielleicht der Ratschlag, probiert man es vielleicht erstmal damit mit dem Schulbuch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt für mich auch schon zu leicht, dann kann man natürlich auch im Internet ein bisschen stöbern oder auch in den Bibliotheken, in den Stadtbibliotheken oder wo auch immer, da findet man auch sehr, sehr viel. Also man muss gar nicht mal so viel Geld ausgeben für Zusatzliteratur oder für zusätzliche Hilfsmittel, wobei natürlich, klar, es gibt auch da moderne Sachen, Online-Tutorien und, die das natürlich dann auch vollbringen, aber es muss nicht sein, ganz klar. Ja, dann vielleicht noch der Hinweis, was kann man noch machen? Gabriele hatte das vorhin schon schön angesprochen, es gibt natürlich nicht nur die Mathefächer, es gibt auch noch andere Fächer, wo man auswendig lernen muss, oder auswendig lernen sollte. Da vielleicht zwei Tipps. Der erste Tipp, was sich auch immer bewährt hat, sind Mindmaps. Mindmaps sind so eine Art Grafiken. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Da kann man dann so eine Wolke zeichnen und da kann ich was in die Wolke reinschreiben und da kann ich noch eine andere Wolke machen und kann die wieder mit der nächsten Wolke verbinden und so weiter. Also ist alles relativ flexibel. Mindmaps, sagt man, eignen sich ganz gut zum Lernen. Und die zweite Möglichkeit ist, nein, wollte ich noch dazu sagen, Mindmap-Software kann man auch kostenlos herunterladen im Internet. Also auch das kostet gar nichts. Und die zweite Möglichkeit, die es auch noch gibt, das hat Gabriel auch schon angesprochen, das sind Karteikartensysteme. Auch da gibt es viele verschiedene Programme im Internet, wo man sich mal anschauen kann. Will da jetzt gar nicht für einen Anbieter werben, muss auch nicht unbedingt ein Anbieter sein, man kann sich das auch selber machen, wenn man sich ein Office-Programm nimmt und stellt das da rein, kann man das sich natürlich auch selbst anlegen, aber optimal ist es, wenn man das dann auch in einer Lerngruppe macht, also es ist auch für die Motivation immer besser, wenn man das gemeinsam macht. Soweit mal ein bisschen was zu Lerntechniken vielleicht. Jetzt sehe ich gerade, da ist noch eine Frage von Lana für Gabriele. Wie groß ist die Chance, auch später im Beruf eine Stelle zu bekommen? Gabriele, das ist an dich gerichtet. Was meinst du? Ja, meine Chancen stehen ganz gut. Liegt aber daran, dass ich bin halt Beamtin und dieses Studium ist die Eintrittskarte für die nächsthöhere Laufbahn. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mir in der freien Wirtschaft eine Stelle suchen werde. Das geht gar nicht.
ich bin jetzt 25 Jahre im öffentlichen Dienst und da kann man nicht mehr in die freie Wirtschaft wechseln. Aber ich kann halt in der Behörde, wo ich jetzt bin, kann ich weiterkommen, weil die Arbeit mache ich schon viele Jahre, ich bekomme sie nur nicht bezahlt. Und ja, wenn das dort nicht klappen könnte, könnte ich mich woanders halt auch als Beamtin bewerben, ja, in der anderen Laufbahn daneben. Okay, prima, danke. Jetzt gucken wir mal, Fragen. Es sind schon viele Fragen heute gestellt worden. Da ist noch eine Frage für Gabriele. Wie habe ich mich motiviert? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Ich hab mir oft meine Kollegen angeschaut. Also, ich muss sagen, ich habe dieses Studium begonnen, weil ich, wie gesagt, schon sehr lange und schon sehr oft Arbeiten zugeteilt bekomme, die eigentlich nicht meiner Laufbahn entsprechen und ich muss sie machen. Aber ja, ich bin halt Endstufe, mittlerer Dienst und das hat mich irgendwann so geärgert, dass ich gesagt habe, dann ich will auch weiterkommen und mein Arbeitgeber hat mich nicht zum Studium geschickt, weil ich zu teuer bin. Da ich die Endstufe habe, müsste man mir meine Bezüge weiter bezahlen in voller Höhe und man müsste noch jemanden einstellen, der meine Arbeit erledigt, weil das läuft bei der Kommune über Blockunterricht, wo man dann auch wochenlang nicht da ist am Arbeitsplatz. Und deswegen ist es dann noch abgelehnt worden und da blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als für mich selbst dieses Studium zu machen. Und ja, und das motiviert dann schon. Und was auch motiviert ist, wenn man dann doch auch Menschen kennenlernt, die einfach, ja, die wissen, wie man leidet, die leiden mit einem, man kann mit denen reden, da hängt der eine mal durch, dann ist man für den da, dann hängt man selber durch, dann kriegt man da ein Feedback, also das motiviert dann schon. Und mich hat auch immer motiviert, dass ich eigentlich auch viel für andere da sein konnte und denen dann besser ging, also muss ich schon sagen. Und mich hat auch motiviert, dass meine Tochter, die ist 16, die ist auf dem Gymnasium und die schaut plötzlich ganz anders auf ihre Mama, ne? Die sieht, die lernt, die ist fleißig und da habe ich auch bei meiner Tochter viel schon bewirkt, ne? Und die findet das toll und erzählt das dann auch und das motiviert mich natürlich auch. Da würde ich dir einfach den guten Tipp geben, schreib das mal bei fernstudiuminfos.de ins Forum rein. Ja. Ich denke, wenn sich überhaupt jemand damit auskennt, dann sicherlich die Teilnehmer, die dort schreiben. Da denke ich, wirst du sicherlich jemanden finden, der dazu was sagen kann. Markus, ich denke, das siehst du auch so, ne? Ja, kann ich gerne das Angebot, weil ich denke, da sind zumindest auch noch etliche andere Beamte. Gehört habe ich das zumindest bisher auch noch nie, dass man dann durch den Laufbahnwechsel oder so, dass man dann nochmal ins Angestelltenverhältnis müsste, weil eigentlich, wenn man einmal den Beamtenstatus hat, sollte man den ja auch behalten. Also, aber gerne das Angebot, klar, das da nochmal vielleicht aufzugreifen. Ja, ich würde nochmal gerne kurz auf das Thema Motivation eingehen, was da vorhin ja angesprochen wurde, speziell an Gabriele, aber jetzt nochmal vielleicht auch ganz allgemein. Ich denke, es ist wichtig, sich immer wieder Ziele zu setzen, aber vielleicht auch nicht nur das ganz große Ziel, was irgendwann in 3, 4, 5 Jahren mal am Ende des Studiums steht, sondern auch immer wieder kleine Ziele und vielleicht auch damit ja mal eine Belohnung zu verbinden. Also wenn die nächste Klausur bestanden ist, dass man dann sagt, okay, dafür ist da mal ein Tag lernfrei, wo man einen schönen Ausflug macht oder ins Theater geht oder irgendwie sowas. Um sich auch mal wieder Stückchen für Stückchen da weiter motivieren zu können dann dabei. Okay, ja, gibt es noch weitere Fragen von eurer Seite? Vielleicht noch ein Hinweis. Die Folien, die wir heute Abend hier gezeigt haben, die werden euch durch den Rolf noch zugeschickt. Die E-Mail-Adressen sind ja durch die Anmeldung da, sodass ihr da dann auch das eine oder andere nochmal
nachlesen könnt. Und ansonsten, klar, stehen wir natürlich auch so, wir sind ja erreichbar, der Rolf über Fernstudium Guide oder bei mir halt über fernstudiuminfos.de, dass ihr auch da eure Fragen jederzeit loswerden könnt. Ja, und an der Stelle möchte ich mich auch bei der Gabriele ganz herzlich bedanken, dass sie heute Abend hier so aktiv mitgemacht hat und so viel auch aus ihrem Erfahrungsschatz da mitgeteilt hat, so ganz aus der Praxis. Und vielen Dank auch an eure vielen positiven Rückmeldungen und die interessanten Fragen, die heute Abend gekommen sind. Ich gehe dann nochmal weiter an den Rolf und, wenn sie möchte, auch die Gabriele. Ja, ich bedanke mich genauso herzlich bei euch allen fürs Teilnehmen, natürlich ganz herzlich auch bei Markus für die guten Hinweise, für die guten Tipps, die du uns heute hast zuteil werden lassen, und bei Gabriele erst recht natürlich für ihre Live-Berichterstattung von der Fernuni Hagen und wie es dort zugeht. Hast du super gemacht, Markus, du hast es auch wie gewohnt super gemacht. Ich bedanke mich natürlich auch, dass ich hier eingeladen wurde, was zu erzählen. Macht mir sehr viel Spaß, weil mir macht auch das Studium sehr viel Spaß, auch wenn es anstrengend ist und wenn es nervenaufreibend ist, ist es trotzdem viel schöner, als dass es anstrengend ist, muss ich sagen. Und wer das wirklich machen möchte, dem kann ich sagen, macht es. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil Wissen ist einfach toll. Super. Ja, prima. Ein schönes Schlusswort. Wissen ist toll. Ja. Das passt das zum heutigen Abend.